Ja, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, heute möchte ich ein Video mal zeigen zu dem Thema AdBlue-Probleme. Hier anhand meines Mercedes habe ich hier folgende Fehlermeldung: AdBlue prüfen, siehe Betriebsanleitung. Ja, was es damit auf sich hat, wie ich den Fehler wieder wegbekomme und wie ihr das kostengünstig ja, selbst machen könnt, zeige ich hier in dem Video. Viel Spaß! Unter Normalbedingungen würde hier meine AdBlue-Anzeige mir meine Reichweite zeigen. In diesem Fall habe ich jetzt noch 9.800 Kilometer. Aber dadurch, dass ich diese Fehlermeldung habe, bekomme ich jetzt folgendermaßen nur das hier angezeigt. Nämlich, dass keine Messung des Füllstandes möglich ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass in dem Harnstofftank irgendwo ein Schwimmer kaputt ist oder ein Kabel unterwegs kaputt ist. Nein, das hat einfach damit was zu tun, dass die Dosierdüse, die quasi den Harnstoff in die Auspuffanlage spritzt, dass die quasi verstopft ist. Da hat sich Harnstoff kristallisiert und der tut quasi alles verstopfen und dadurch kommt dieser Fehler zustande. Und wir schauen uns jetzt hier im Video genau an, wie ich das Problem gelöst habe, wie ich die Düse wieder sauber bekommen habe. Ja, als erstes den Wagen auf eine Hebebühne irgendwo eine besorgen. Alles andere macht keinen Sinn. Sich unter das Auto legen, das ist alles Quatsch. Sucht euch eine Hebebühne und dann hoch damit. Ja, als erstes muss die untere Motor Abdeckung oder der Motorschutz unter dem Auto, der muss gelöst werden. Das ist ein Kunststoffdeckel, ein paar Schrauben lösen und dann kann man den abmachen und dann kommt man überall wunderbar an die Auspuffanlage dran. So, jetzt einfach diese Schraube hier an der Schelle lockern und dann kann man die Schelle nach links wegschieben, sodass wir Platz haben. So, jetzt mit dem Schraubenzieher, mit so einem flachen, schönen Hebeln und dann kommt langsam die Düse aus ihrer, ja, aus ihrer Kammer raus. Und da sieht man schon die extrem starke Verschmutzung. Die kommt schon leicht zum Vorschein, aber in dem Moment, wo die Düse komplett draußen ist, dann sieht man das wahre Ausmaß der Verschmutzung. Nun, jetzt habe ich wirklich heißes Wasser genommen, 80 Grad mindestens. Ich habe es mit dem Wasserkocher heiß gemacht. Da jetzt diesen Düsenkopf da in das Wasser tauchen, da löst sich diese Kristallisierung langsam auf und wird langsam blank. Aber Achtung, ganz sauber ist die noch nicht. Ihr seht hier diesen weißen Rand vor der Düse, den müsst ihr mit einem ganz dünnen Draht vorsichtig ankratzen, so dass ihr dann weiter mit dem Wasser spülen könnt und irgendwann kommt dann alles raus und das Wasser wird weiß. So sieht das jetzt aus, das Wasser. Der Harnstoff hat sich da absolut gelöst und die Düse ist jetzt richtig sauber. So muss die Düse aussehen. Wenn man jetzt in das Loch reinschaut, von der Seite darf keine Kristallisierung mehr zu sehen sein. Das muss alles rausgewaschen sein, sonst habt ihr nach kürzester Zeit wieder die Probleme. Als nächstes müsst ihr natürlich die Kammer, wo die Düse verbaut ist, auch säubern, schön rauskratzen und mit warmem Wasser auswaschen. So sieht das Ganze dann nach der Säuberung aus und so sollte das dann auch aussehen. Ja, und da sind wir schon hier am Ende. Baut alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen, so wie gezeigt. Und dann die Zündung 3 bis 4 Mal oder vielmehr den Motor 3 bis 4 Mal starten oder eine kurze Distanz zurücklegen. Dann müsste der Fehler normalerweise weggehen. Also war es zumindest bei mir so. Und ja, dann würde ich sagen, ja, hat euch das Video gefallen, dann bitte einen Daumen nach oben da lassen. Abonniert mich, damit ihr kein Video verpasst. Und ja, schreibt in die Kommentare bitte, wie es gut ist bei euch auch geklappt hat, damit andere auch hier sehen, dass funktioniert und können das dann auch mal ausprobieren. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.